Frau Präsidentin, Herr Botschafter, meine Damen und Herren! Es kommt nicht oft vor, dass wir in diesem Hause von der AfD dem Ministerpräsidenten beispringen. Aber mit seinen kritischen Bemerkungen zu der US-Militäroperation Atlantic Resolve hat er leider den Nagel auf den Kopf getroffen. Und der Antrag der CDU-Fraktion atmet den Geist williger Unterordnung unter eine falsche Politik. Denn darin wird nur mit dem Säbel gerasselt oder besser mit den Panzerketten geknirscht, statt einmal die Frage zu stellen, woher die Spannungen in Osteuropa rühren. Es ist einfach zu billig, Russland allein dafür verantwortlich zu machen, weil es zu einer Großmachtpolitik zurückgekehrt ist, die Amerika und die NATO leider nie aufgegeben haben. Denn anders als bei der Henne und dem Ei, kann man hier eindeutig sagen, was zuerst da war. Schließlich gab es im Rahmen der 2+4-Verhandlungen klare Zusagen, die NATO nicht über die Oder hinaus auszudehnen. Horst Teltschik, dann fragen Sie mal Ihre eigenen Leute, liebe Kollegen von der CDU. Horst Teltschik, Helmut Kohls außenpolitischer Sherpa, bestreitet solche Zusagen auch heute nicht. Ich habe vor kurzem mit ihm darüber gesprochen. Nun ist es zwar richtig, dass damals der Warschauer Pakt noch existierte und die Welt ganz anders aussah, aber ein gegebenes Wort ist nun einmal ein gegebenes Wort. Doch während der Westen vom Ende der Geschichte schwärmte, vollzog man gegenüber Russland Machtpolitik, indem man den ehemaligen Ostblock, die osteuropäischen Staaten, geschlossen in die NATO übernahm. Als Gorbatschow gehen musste und die Sowjetunion zerfiel, war das neue Russland unter Jelzin zu schwach, um auf die Einhaltung gemachter Zusagen zu drängen. Statt einer neuen dauerhaften Friedensordnung mit Russland ist diese US-Militäroperation Ausdruck eines neuen Antagonismus zu Russland. Eines Antagonismus, der vermeidbar gewesen wäre, hätten wir 1989 nicht in Sieg und Niederlage gedacht. Auf unserer Seite die Sieger der Geschichte, auf der anderen die Unterlegenen. Doch mit dem Kommunismus ist nicht das alte Russland untergegangen. Und Ordnung, meine Damen und Herren, lässt sich nicht verordnen. Sie muss aus einem Gleichgewicht der Kräfte hervorgehen, das von allen Seiten akzeptiert wird. Diese vorbehaltlose Annahme der neuen Ordnung durch Russland fehlt bis heute, da es Objekt und nicht Subjekt der Neuordnung war. Und da hat es nun auch keinen Zweck, immer vom Selbstbestimmungsrecht der Völker zu sprechen, dass es den Osteuropäern erlaube, sich jedem Verteidigungsbündnis anzuschließen. Auf den ersten Blick mag das richtig sein. Auf den zweiten jedoch galten für die Nachbarschaft einer Groß- oder gar Weltmacht diese Regeln immer nur mit Einschränkungen. Schließlich haben auch die USA in der Kuba-Krise 1961 ihre Sicherheit über das Selbstbestimmungsrecht Kubas, die USA bedrohende Raketen aufzustellen, gesetzt. Und viele von uns haben damals Kennedys Raketenblockade gebilligt und als mutig gelobt, obwohl es eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts Kubas war. Wenn zwei dasselbe tun, meine lieben Kollegen, ist es offensichtlich nicht immer dasselbe. Nun lässt sich über verschüttete Milch nur schwer rechten. Doch vielleicht ist ein unkonventioneller amerikanischer Präsident eher in der Lage, aus dem Modus des Kalten Krieges herauszufinden, als die alten transatlantischen Eliten, die die Feindschaft zu Russland über Jahre verinnerlicht haben. Soldaten und Panzer sind jedenfalls kein Ersatz für die in den Jahren 1989 bis 1991 versäumte Gelegenheit, eine wirklich neue Ordnung in Europa zu schaffen.
Und das, meine Damen und Herren, hat der Ministerpräsident völlig richtig gesehen. Ich bedanke mich. Es ist eine Kurzintervention angezeigt worden. Herr Abgeordneter Schulze hat die Gelegenheit. Herr Schulze, ich habe nicht gesagt, dass die Staaten irgendwie gezwungen worden sind, in die NATO zu gehen. Ich habe nur gesagt, dass es falsch war, gegebene Zusagen an die damalige Verhandlungsdelegation der Sowjetunion im Nachhinein sozusagen nicht mehr für gültig zu halten. Und Entschuldigung, reden Sie doch mal mit denen, die damals die Verhandlungen geführt haben. Ich behaupte auch gar nicht, dass wir Deutschen die Schuldigen sind. Aber der Westen hat angefangen, sich als Sieger der Geschichte aufzuführen. Und das ist doch nicht falsch. Ja, ich weiß, Sie von der CDU sind immer noch in dem Modus des Kalten Krieges, der 1989 zu Ende gegangen ist. Und Sie werden noch so viel schreien können. Wenn es keine Friedensordnung mit Russland gibt, wird es keinen Frieden in Europa geben. Und wir müssen alles tun, und da hat der Ministerpräsident völlig recht, diese Friedensordnung in Europa herzustellen. Und nur dafür werben wir.